jetzt erstmal um, wieder mal. Dann gestern Morgen habe ich ja den 29 nach Undenheim gebracht. Der Bagger ist zu klein. Haben wir gestern Morgen schon gesagt. Unter dieser Fassade, das ist eine Waschbetonfassade, ja, und darunter oder drin ist irgendwie Styropor. Und das Styropor muss da raus. Ja, jetzt fahren wir den 938 darunter, dann lade ich dort den 29 wieder. Ah, wo fähr ich denn rum, Blinde? Den lade ich wieder, fahre den rüber nach Weiterstadt an eine weitere Schule, die abgerissen wird. Dann komme ich nach Hause. Dann lade ich den 69. Augenblick. Ja, ist endlich soweit. Der geht dann heute Nacht nach Mannheim. Oder besser gesagt, morgen früh bei Zeiten.
So, kurz nach 8 jetzt. Haben wir kurz gewartet auf. Nö, ich bräuchte in der Linkskurve vor der Kirche, wenn es geht, deine Augen hin. Jawohl. Kurz gewartet, weil jetzt ist es halt wie gesagt kurz nach 8. Und an der Schule haben wir ja gestern Morgen den Bagger abgeladen und da war halt ein bisschen Chaos. Wir waren um 7.30 Uhr ungefähr waren wir da, aber es ist an der Schule. Ist das ja normal morgens eigentlich? Funk in Verbindung. Ah, ja. Gucken wir mal. Oh, der Bus hinter uns will auch hier rein, ja? Wahrscheinlich. Aber jetzt geht an. Oder fährt er doch weiter? Nee, er fährt auch hier rein. Ja, der Bus. Halt nicht, wenn ich nicht aufs Eck komme, dann muss er halt kurz warten. Ja. Wenn rechts die Autos nicht wären, gell? Oh, das sollte gehen. Ich mache mir eher Gedanken um das Haus links. Das Eck steht recht weit vorher, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und der wartet ja. Ja, jetzt wird's komisch. Ja. Jetzt wird's komisch, weil jetzt stehen hier zwei Fahrzeuge. Ah, da hinten steht ja nur ein Baum. Aha. Steht ja nur ein Baum da hinten. Oh, am Baum langt's noch. Wir haben aber schon öfters mal abgekriegt. Hinten langt's am Baum. Okay. Hinten langt's. Ja, der sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das Haus liegt vorne. Ja, hinten langt's. Hinten ist gut. Wunderbar. Ich hab das nicht so breit in Erinnerung gehabt. Ich bin zwar nur einmal durchgefahren, aber gestern hatte ich das Gefühl, das wäre schmaler. Was? Keine Ahnung. Aber lieber so als wie. Ja. So, sorry fürs Warnblinken. Einmal eine Backe getauscht, den 38 runter, den 29 Gummiketten wieder drauf. Ja, jetzt hänge ich schnell an. Ich fahre weiter nach Weiterstadt. Weiter nach Weiterstadt. Du siehst mich, ja? Gut. Lade den 29 hier wieder ab dort. Lade weg.
sondern die Speicherkarte ist voll. Ich habe nur noch eine dabei jetzt. Eine leere. Wird mir eine leere sein. Aber die brauche ich jetzt gleich noch zum Verladen. Ist ja Einbahnstraße, ne? Um die Halle brauche ich gar nicht zu versuchen. Das haut ich nicht hin. Werde ich jetzt ein Stück entgegengesetzter Einbahnstraße fahren. Ich keine Anzeigen, hoffe ich. Es ist 11.05 Uhr. Ich bin bis circa 13 Uhr zu Hause. Ja, und dann. Sorry, ich mach kurz mal den Blick hier an. Und dann geht's ans Umbauen, Laden. Jetzt schätzungsweise 17 Uhr, bis ich fertig bin damit. Je nachdem. Auch ein bisschen laufen lassen Richtung Heimat. Da muss ich heute noch unbedingt Speicherkarten leer machen. Das muss ich heute Abend zu Hause. Ich habe abgesattelt. Morgen bin ich mit dem Rampentieflader unterwegs. Alter, Shift, was geht gerade, ne? Hört man bestimmt, oder? Und einen wunderschönen guten Morgen. Morgen, 20 Minuten vor 7. Ich habe den Rampentieflader drauf. Und damit fahre ich jetzt runter nach Übensweiler an den Tunnel. Und dort steht unser R922, den lade ich und bringe den hierher auf den Hof. Der 69 ist geladen seit gestern Mittag. Da wohl Probleme mit der Genehmigung. Ich habe keine Ahnung, was da läuft. Wie das läuft. Warum das jetzt nicht mehr geht. Es war alles da, dann kam anstatt eine einfache Fahrtwegsänderung zu machen, so wie es üblich ist, kam von der Stadt Mannheim ein Widerruf. In diesem Widerruf stand gleich die neue Fahrstrecke drin. Ja, zwei, drei Straßen geändert. Auf jeden Fall, Widerruf bedeutet, dass die Genehmigung
aber jetzt fehlen noch Teile und Chaos. Wir sind da jetzt im Hintergrund am Wühlen. Unser Büro, unser Genehmigungsbüro, die Stadt Mannheim, die Polizei Mannheim, die sind da alle am wilden hin und her mailen. Keine Ahnung, ich werde berichten, wenn es weitergeht. Ich dachte jetzt, ich könnte mal in den neuen Tunnel reinfahren, aber der Bagger steht schon hier ohne wieder. Man war es auch voll für den Arsch, dass ich jetzt die Rampe Tieflader drauf gemacht habe. Ne? Was soll's, ich gehe schnell, abhängen muss ich ja nicht. Lass die Rampe runter und dann laden wir den Bagger schnell. Vorne wieder nach Hause. So, das hat er jetzt davon. Ich hab mal wieder vergessen zu filmen. Ich war gerade in Lachen-Speyerdorf, habe ich ja vorhin gesagt, einen R938 dort geholt. Stehen ja zwei Stück. Habe ich jetzt hier nach Rüsselsheim, wo der KMC steht. Ich habe vergessen, die Baustelle abladen. Ich habe alles wieder vergessen. Brutal. Das Haus liegt schon. Da steht hinten, steht noch eine Wand. Ja, ach Gott, ich fahre hier gerade voll auf die Baustelle. Katastrophe. Zwei Bagger, die machen das jetzt zusammen fertig. Ich vermute, dass der KMC dann demnächst schon wieder geholt wird. Wieder alles schwer am Schuften.
kann, hat gerade der Arm vom 69 geladen. Der Hühner wird gerade das Kontergewicht verladen. Ich habe den Bagger drauf und habe jetzt festgestellt, ich habe am Dolly einen Blattfuß. Das heißt, ich fahre jetzt nochmal die Maschine in die Halle. Hänge das Dolly ab. Dann müssen wir den Reifen wechseln noch, das geht nicht anders. Bescheiden, ne? Aber ist jetzt halt eben so. Also ob man sieht, die zweite Dolly-Achse rechts, die hängt ganz schief drin. Das innere Rad ist mürbe. In dem Tieflader ist eine kleine Fehlkonstruktion. Die Zurösen sind ein Stück, vielleicht ein Zentimeter zu weit vorne. Das heißt, ich kriege diese Keile, diese Schuhe nicht raus, wenn die Ketten noch verzurrt sind. Jetzt mussten wir hier erst wieder alle Ketten losmachen. Die Ketten raus und dann konnte ich erst das Dolly abbauen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber hier ist das halt eben eine kleine Fehlkonstruktion. Ohne dass die Ketten ab sind, kann ich das Dolly nicht vom Tiefbett wegfahren. So, Rad gewechselt, wieder zusammengehängt. Sorry, dass ich mir diese Aufnahmen habe jetzt. Mit diesem Eisen, ich muss auch filmen, knalle, das wird dann. Morgen wird die Kette rückwärts laufen lassen, beziehungsweise vorwärts. Diese Richtung ist vorwärts. Dann wird das Eisen rausgezogen. Damit wird die Kette jetzt gespannt, weil ansonsten würde die auf den Boden schleifen. Ja, würde die auf den Boden schleifen und das gibt so hässliche Spuren. Vom Abladen gibt es mehr Aufnahmen morgen. Sorry, beinahe auf die Schnut geflogen.
So, jetzt ist Feierabend. So, wie gesagt, ich habe hier unten drin schnell mal der ganze Dreck, da war ja eine Tonne Dreck drin. Habe ich auf beide Seiten jetzt gemacht, bis hier. Die Träger hier sind auch alle nicht wirklich fest. Das wird erst dann, wenn die Bretter drauf liegen, dann werden die fest wieder. So. Ja, die Lust steigt ins Unermessliche. Diese Sicherung da hinten dran. Blind. So, hier haben wir noch ein paar. Dann so aus von oben. Hier ist diese Sicherung drin, dass der Träger hier nicht mehr hoch springen kann. So, das machen wir jetzt noch mit dem letzten hin genauso. Dreimal, so, das haben wir drin, habe ich innen drin nicht sauber gemacht, ah, du Sau, obwohl, da war ja gar nicht dabei. So, jetzt habe ich alle vier von diesen Verstrebungen drin. Jetzt lege ich die Bretter oben drauf. Und schraube diese fest.
mal. Na, ich hole mir mal meine Karabiner. Was habe ich denn? Wieder die Verschraubung rein. Diese Teile hier. Drin. Und nur noch festziehen. Das mache ich jetzt mit den noch 1, 2, 3, 4, 4 Stück. Dann geht es an die andere Seite. So, ich weiß nicht, wie viel Uhr wir hin. Beifahrerseite ist fertig. Jetzt geht es an diese Seite. Freude auf. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Bis denn. Tschüss.